So, die Partie heute Abend wird geleitet vom Hauptschiedsrichter.
Unsere Gäste aus Deggendorf mit ihrem Trainer Norbert Weber, herzlich willkommen. Von Roland Halbe. Da ist eigentlich nicht viel zu sagen, wir sind mal früh in Führung gegangen, sind wir hinten. Lauter! Soll ich noch lauter schreien? Sind wir früh in Führung gegangen, sind wir relativ stabil gestanden, bis 2,5 Minuten vor Schluss haben wir das 1-1 gefressen. Sag jetzt in ein zweiten. Ja, ich kann nur zustimmen zu allem, was mein Kollege gesagt hat. Und nur Hut ziehen vor der Mannschaft, weil das war eine Leistung kämpferisch top. Auch spielerisch, das Überzahlspiel, das einzige Manko war halt, dass wir wirklich nicht die Tore, die Chancen da getroffen haben. Aber Seppi Kottmeier ist im letzten Drittel immer aufgelaufen. Ich glaube, im zweiten Drittel irgendwo eine Verletzung. Wie schaut es da aus? Was hat er? Ja, aber noch eine Messstrafe. Für die Strafzeiten berechtigt eben der Blutbasiskreisen. Das wäre die ausreichende Gerechtigkeit. Ist es denn nur das als Betroffener? Also, das erste Mal zur Matchstrafe, ich glaube, der Schiri war der einzige im Stadion, der da irgendwas gesehen hat, weil. Ihnen wünsche ich ein angenehmes Wochenende, was immer Sie vorhaben. Gute Nacht, auf Wiedersehen und bleiben Sie uns gewogen. Servus.